Die folgende Übung könnt ihr im Anschluss machen an die, die ich gezeigt habe, zum zweistimmigen Satz, bei dem wir ja immer Note gegen Note gespielt haben. Entweder in Terzen oder in Sechsten, aber immer eben genau parallel Note gegen Note in Dur oder Moll. Jetzt ist ja die Frage, wie komme ich langsam zu einem bewegten Satz, wo nicht beide Stimmen immer genau den gleichen Rhythmus spielen, sondern wo die rechte Hand zum Beispiel in Sechzehnteln geht und die linke in Vierteln. Weiterhin ist es so, dass ihr im Kopf immer von den einfachen Klängen ausgehen solltet, die wirklich funktionieren, nämlich Terzen und Sechsten. Also, eine Übung dazu. Ich spiele mal hier in der linken Hand G, A, H, C. Also, als ob ich in C-Dur wäre und mache einen Auftakt eine Auftaktbewegung zum Grundton. Und jetzt spiele ich dazu in der rechten Hand in den bekannten Terzen. H, G, C, A, D, H, E, C. Nochmal. Und jetzt füllt einfach mal aus die rechte Hand nacheinander erstmal mit einer Achtelbewegung zur linken. Da bietet sich an, die andere Note zu nehmen, die funktioniert, nämlich die Sechste. Also. Das habe ich also gespielt. H, E, C, F, D, G, E, A. Bleibt einfach in den Stufen, in den Tönen der C-Dur-Tonleiter. Dann habe ich immerhin schon eine Verdopplung der Bewegung rechts. Nochmal. Und damit wir nicht nur immer aufwärts spielen, machen wir einfach genau den gleichen Weg wieder rückwärts. Also, jetzt macht ihr immer folgendes Muster. Ihr spielt zuerst nur die reine Bewegung in Terzen oder nachher auch in Sechsten. Aufwärts, abwärts. Und jetzt... Also, ihr habt immer im Kopf, was ist konsonant die beste Note, die Terz oder die Sechste. Das funktioniert natürlich auch, wenn ihr eine Oktave dazwischen legt. Dann kommen wir schon mehr in den Höreindruck eines schönen zweistimmigen Satzes. Gleiche Noten wie vorher, nur Oktave dazwischen mit Achteln. Kleine Zwischenbemerkung, wenn es euch dann reizt, wenn ihr abwärts spielt, das zu machen. Jetzt habe ich nämlich einen Leitton eingefügt, ein Fis, und damit ich irgendwie in eine Klausel komme nach G-Dur, könnt ihr das natürlich machen, weil das brauchen wir nachher ja sowieso. Jetzt können wir statt Achteln auch Triolen nehmen. Also wir haben immer noch die gleiche Bewegung. Klingt jetzt nicht wahnsinnig intelligent, aber ich würde es trotzdem als Übung so machen, auch mit der Oktave dazwischen. Es ist immerhin eine gute Möglichkeit, schon mal die Triolen, die Bewegung zu spüren in beiden Händen, und dann das gleiche dann noch mit Sechzehnteln. Also ich fülle jetzt den Raum, den ich vorher in den Achteln hatte, Terz, Sechst, einfach mit Zwischennoten aus. Oktave dazwischen. Wieder mit der anderen Wendung, mal mit einem Fis dazwischen. Macht das auch in Moll, also zum Beispiel in G-Moll. Oder?
wieder die, einfach die Sechsten benutzt. Und jetzt ist eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Also ihr könnt natürlich andere Bewegungen finden. Ja, das war so eine Bewegung. Und wieder habe ich immer nur als Orientierung Terz und Sext und fülle dazu Zwischennoten rein, die eben die Bewegung einfach lebendiger und farbiger gestalten. Ihr findet vielleicht dann auch noch andere Möglichkeiten. Ich nehme nochmal diese Bewegung in Moll. Man kann zum Beispiel die Bewegung in der rechten Hand so aussehen. Jetzt habe ich immer den Grundton G beibehalten. Da würde man dann vielleicht am Schluss das Fis nehmen, damit es ein bisschen harmonischer klingt. Aber das ist auch zum Beispiel eine typische Bewegung für einen zweistimmigen Satz, die uns auch sonst viel hilft, dass man Zwischennoten baut, die gar nicht jetzt in einer Melodie enthalten sind, sondern so einen Grundton in der Harmonie darstellen. Da sie unbetont sind, funktionieren sie sehr gut. Geht natürlich auch mit der Sechste. Ja, also jetzt habe ich oben die Sechste gespielt. In Moll habe ich das Fis verwendet. Mache ich es vielleicht nochmal in Dur, dann erkennt ihr es ein bisschen einfacher. Neigt man dann dazu, schon gleich irgendwelche Leittöne einzuführen, also zum Beispiel das Fis. Aber das ist nicht so entscheidend im Moment. Für die Grundübung ist wichtig, dass ihr Sequenzierungen benutzt von Motiven, die ihr gefunden habt. Die können wirklich so einfach sein wie möglich, weil die werden, wie ich schon sonst auch sagte, zu eurem Vokabular, was die Finger kennen und was sie dann anwenden können. Also wie eben zum Beispiel. Also das ist das Entscheidende im Moment, nicht so sehr, dass es harmonisch wahnsinnig sinnvoll klingt, sondern dass ihr einfach solche Parallelbewegungen schieben könnt durch die Lagen und Tonarten. Kleine Ergänzung noch, falls ihr sagt, ja, ich will aber doch auch in der linken Hand mal was anderes spielen als bloß die Viertel. Klar, ist vielleicht etwas fortgeschrittener, aber eine einfache Übung dazu ist einfach die Oktavierung. Ich spiele nochmal hier die Terzen. Und jetzt. Einfach die Oktaven genommen und in so einer Bewegung, ich kann natürlich auch so machen, klar, das ist die einfache. Die andere klingt schon ein bisschen musikalischer. Kombinieren wir das mit dem, was wir vorher hatten. Also, dann haben wir schon einen zweistimmigen Satz, der sehr lebendig klingt, und dabei ist es einfach bloß die Entwicklung dieses Grundmusters. Das mit der Oktavierung ist sowieso eine ziemlich coole Sache, kann ich eben auch rechts machen, um das noch kurz zu bringen, also statt. Oder auch mit dieser Umkehrung, tiefer Ton, hoher Ton, hoher Ton, tiefer Ton. Dann habe ich auch schon eine Bewegung und also es ist wirklich so, spielt man nachher einen bewegten zweistimmigen Satz, ich denke nichts anderes oder kaum was anderes, als eben, dass ich als Orientierungsnoten Terz und Sext verwende.
Und das klingt irgendwie kompliziert und so, aber ich denke langsam. Ja? Spiele schnell, denke langsam. Macht den Weg mit, geht über Terzen und Sechsen als Orientierungsnoten. Und dann funktioniert das auch, wenn wir später Vorhalte einbauen wollen. Denn wir wollen ja nicht dauernd nur Konsonant spielen, ist auf Dauer langweilig, sondern wir wollen natürlich nachher auch, das war jetzt nicht so besonders schlau, aber wir wollen nachher auch Vorhalte einbauen. Und dann ist trotzdem die Orientierung immer das, wo will ich hin, was ist die eigentlich konsonante Note. Aber dazu mal in einem anderen Video. Viel Spaß!